Hi, ich bin Lanzafo und bin Musiker aus Osnabrück. Ich habe den Tim Hox kennengelernt durch mein Musikstudium. Neben dem Studium haben wir aber auch viel gemeinsam musiziert, etwa in der Band Skybound, die wir gemeinsam gegründet haben. Ich habe mit dem Tim verschiedene CDs aufgenommen und jetzt am 01.01.2019 kommt Tims eigene Single, seine Debüt-Single Breathing In raus. Es lohnt sich, diese Single anzuhören und sie zu pushen, für mich als Musiker in zweifacher Hinsicht vor allem. Erstens ist sein Arrangement wirklich sehr, sehr cool. Tim setzt verschiedene Instrumente differenziert ein, etwa die Streicher. Tim Hox durchbricht unsere Hörgewohnheiten. Er stellt uns die verschiedenen Instrumente im Raum am Anfang vor, wo die zu verorten sind. Dann kommen aber so plötzliche Wechsel, wenn etwa die E-Gitarre beim Webteil auf die rechte Seite wandert oder das E-Piano auf der linken Seite vor dem Webteil erklingt und dann auf einmal beim Webteil das Klavier erklingt auf der rechten Seite. Also diese kleinen Überraschungsmomente machen das Stück so spannungsvoll und so dynamisch und interessant. Tims Ende ist wirklich auch sehr gelungen, finde ich wirklich sehr cool, wie er das gemacht hat. Der Zuhörer meint zu hören, dass das Stück aufhört mit einem reinen Dur-Dreiklang in Grundstellung. Wenn man aber genauer hinhört, dann hört man die Oktave, die nachklingt und dann rübergeht in die große Latine. Am Ende klingt also ein A-7. Tim, ich wünsche dir wirklich nur das Beste und viel Erfolg mit deiner Debüt-Single Breathing In. Du hast es verdient, dass viele Menschen auf diese Single aufmerksam gemacht werden, dass viele Menschen pushen und dass viele Menschen diese Single hören. Leute, ich kann euch nur sagen, hört euch die Single an. Sie ist verfügbar auf allen möglichen Online-Streaming-Diensten. Checkt die Single aus.